Fußball-Bundesligist Hannover 96 hat am Montagmorgen seinen Cheftrainer Taifun Korkut beurlaubt. Über seine Beurlaubung wurde Taifun Korkut am Morgen von 96 Sportdirektor Dirk Dufner informiert, der anschließend auch die Mannschaft unterrichtete. Hannover 96 wird einen neuen Cheftrainer verpflichten, der die Mannschaft im kommenden Bundesliga-Heimspiel am Samstag gegen die TSG 1899 Hoffenheim betreuen wird. Wer das sein wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Taifun Korkut hatte sich am Samstag nach der herben 4:0-Niederlage in Leverkusen noch kämpferisch gegeben. Und wir müssen jetzt schauen, dass das wirklich jetzt eine absolute Ausnahme war, dieses Spiel. Dass wir das abhaken und dann einfach die Mannschaft so gut wie möglich vorbereiten auf das nächste Heimspiel, was jetzt natürlich unheimlich wichtig wird. Es sind nicht mehr viele Spiele vor uns und wir müssen schauen, dass wir jetzt einfach dieses Negativerlebnis, was wir heute hatten, so schnell wie möglich verdauen und schauen, dass wir die Punkte holen. Jetzt habe ich die Aufgabe, das wieder zusammenzubringen und das wieder hinzubekommen, dass die Mannschaft in einem guten Zustand in das nächste Spiel geht. Alles andere oder über alles andere mache ich mir keine Gedanken. Ich konzentriere mich auf die Arbeit mit der Mannschaft und das ist das, was ich auch beeinflussen kann im Moment. Nun also doch das Aus für den Coach nach 13 Spielen ohne Sieg.